Fremdenort, ein Ableger des benachbarten Großbades Porto Clemente. Städtisch elegant. Einer der beliebtesten Sommerfrischen am tyrrhenischen Meer. Es wimmelt von zeterndem, zankendem, jauchzendem Badevolk. So sah es am Strand von Torre aus, als wir kamen. Es war Mitte August. Ein Gongschlag ertönt und ohne dass das Haus sich verdunkelt hätte, hielt Cavaliere Cipolla seinen Auftritt. Ich war's, das war ich. Es wäre Ihre Sache gewesen, aber ich zeigte Entgegenkommen. Dass er sein Publikum tanzen lassen konnte. Ja, Tanz! Und das ist ganz wirklich zu verstehen. Trachte ein Regisseur. Aus Achtung mit sich! Und zwar gegen die Aufsässigkeit eines jungen römischen Herrn. Welch dem hochansehnlichen Publikum von Torre die Welt.